Meine Lieben, ja, willkommen zu einem neuen Vlog von mir und heute möchte ich euch gerne etwas erzählen über den Erste-Hilfe-Kurs für Kinder und Säuglinge. Meine kleine Schwester und ich, wir haben gemeinsam einen Erste-Hilfe-Kurs besucht und zwar letzte Woche Sonntag. Ja, diese Erste-Hilfe-Kurse werden von sämtlichen Organisationen angeboten, von den Johannitern, vom Malteser, vom Roten Kreuz. Wir waren jetzt beim DAV, das ist der Deutsche Alpenverein. Also es sind ganz, ganz viele, die das anbieten und die kosten immer so um die, ja, zwischen 40 und 50 € pro Person. Und wenn ihr dort als Pärchen hingeht, also als Eltern, dann zahlt man nur so circa 65. Aber da wir jetzt einzeln gegangen sind, praktisch als Geschwisterpärchen, ja, haben wir jeder 40 € bezahlt. Das ist auch vollkommen in Ordnung und ich finde, das lohnt sich total. Es ist absolut das Geld wert. Ich hätte das schon sehr, sehr gerne länger absolviert. Irgendwie, ja, kommt immer irgendwas dazwischen und Zeit zieht ins Land und ja, schwuppdiwupps, siehe da, der Kleine ist jetzt schon über 2 Jahre alt. Und gerade jetzt auch ist es besonders wichtig, dass ich diesen Erste-Hilfe-Kurs absolviert habe, denn die meisten Unfälle passieren nun mal im mütterlichen, elterlichen Haushalt. Ja, so ist das nun mal. Obwohl wir nonstop 24 Stunden lang nach den Kindern schauen, immer wieder passiert irgendwas. Und ja, was mich am allermeisten erschreckt hat, war die Statistik. Also, er hat das alles so auf der PowerPoint-Präsentation gezeigt, war einfach die Tatsache, dass die meisten Unfälle tatsächlich beim Ertrinken zu Hause geschehen. Ertrinken zu Hause meistens in der Badewanne, weil Mama vielleicht kurz ans Telefon geht, meistens sogar bei älteren Kindern, weil bei den ganz, ganz Kleinen ist man ja wirklich nonstop dabei, aber wenn die schon so 3, 4, 5, nee, so 5, 6 Jahre alt sind, dann ja, kann man ja schon mal denken, ja, ich gehe mal ganz kurz, irgendwie mache ich die Tür auf, weil es geklingelt hat, ja, und dann kann das irgendwie passieren, dass die Kinder dann unter Wasser tauchen oder spielen oder wilzen, sich irgendwie den Kopf aufstoßen und dann, ja, ich möchte da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Also, wir haben sämtliche Themen besprochen, dann zum Beispiel auch bei Säuglingen bis zu einem Jahr der plötzliche Kindstod, das ist ein Thema für sich. Ja, das, vor allem ist das ja auch häufiger bei Jungs als bei Mädchen und dann auch natürlich nur also im ersten Lebensjahr. Ich fand das damals, als der Kleine noch ein Säugling war, fand ich das immer total der Horror. Also ich mache das heute noch, dass ich, wenn er schläft in seinem Bett und wir sind dann im Wohnzimmer, gucken irgendwie Fernsehen oder so, mein Mann und ich, ich gehe immer noch wirklich alle 20 Minuten, 30 Minuten stehe ich auf und dann gucke ich nach dem Kleinen oder mein Mann guckt nach dem Kleinen und dann gucken wir auch immer, ob der atmet. Also das ist echt bei uns irgendwie so drin, dass wir das nicht ablegen können. Wir sind jetzt nicht panisch oder so, aber das hat man einfach sich selber so antrainiert. Das ist konditioniert. Wir gehen immer wieder gucken, ob alles okay ist. Vor allem passiert sowas ja auch häufig in Raucherhaushalten oder dort, wo auch, was weiß ich, irgendwelche Sachen konsumiert werden. Finde ich sowieso eine krasse Sache für sich, möchte ich auch gar nicht weiter darauf eingehen. Das ist eine Sache auch fürs Jugendamt und ich denke, man kann einiges verhindern, aber man hat bis heute keine Ahnung, was der Auslöser tatsächlich ist. Man hat einfach nur eine Statistik und hat gesehen, dass die meisten Unfälle bei Jungs passieren und die Statistik zeigte auch, dass die Häufigkeit der Raucherhaushalte einfach am höchsten war. Ja. Ja, und so ein Kurs dient ja auch dazu, dass wir einfach auch ruhiger sind, dass man nicht bei jedem kleinen Sturz anfängt, selber zu schreien oder sowas. Das ist ja auch ganz klar. Und erstmal das Kind beobachtet, um zu schauen, ist da jetzt wirklich was Ernsthaftes oder beruhigt es sich gleich wieder, weil es einfach nur sich auch erschrocken hat durch den Sturz zum Beispiel. Ist es jetzt wirklich eine Gehirnerschütterung? Muss ich damit jetzt ins Krankenhaus? Aber er sagte auch, lieber einmal mehr ins Krankenhaus fahren als zu wenig. Das ist ja ganz klar. Also ich glaub, ja, ein wichtiges Thema, was ich auch sehr interessant fand, war das Thema Blitz- und Blitzeinschläge. Es gibt ja diesen Spruch, Buchen sollst du suchen und Eichen sollst du weichen. Genau, so heißt das, ne? Buchen sollst du suchen und Eichen sollst du weichen. Da sagte auch, der Grund dafür ist einfach, dass Eichen halt oft ganz alleine irgendwo stehen, an Feldwegen, völlig exaltiert alleine. Und Buchen sind oft halt so im kollektiven Wald. Und ja, was ich jetzt auch nicht wusste, ist, wenn es wirklich mal Blitz und donnert, also richtig volle Karacho, und ich bin vielleicht am Joggen, kann ja mal passieren, auch gerade dieses Jahr, in diesem Sommer, ist ja alles möglich, soll man lieber Richtung Wald laufen, denn dass da der Blitz auf einen trifft, ist geringer, als dass man sich irgendwo auf dem Feld unter einen Baum stellt. Und man sollte diese sogenannte Schrittspannung vermeiden. Also, denn wenn man läuft, hat man halt 2 Punkte durch die beiden Füße, ne, auf dem Boden. Und man sollte gucken, dass man sich als einen Punkt ganz klein macht. Die Füße zusammen, das ist ganz wichtig, und dann ganz klein machen.
Und nicht, wie man das halt so oft sieht oder wie im Film, dass man wegrennt. Weil dadurch, dass man halt zwei Punkte auf der Erde hat, erhöht man die Weiterleitung des Blitzes. Das war total interessant. Ja, dann haben wir noch über Vergiftungen gesprochen, was da passieren kann, gerade auch im Garten. Der Eisenhut, das ist ja so die giftigste Pflanze und führt ja direkt zu Lähmung und Schaum und so weiter. Also bitte, bitte, egal wo ihr seid oder wenn ihr gerade bei den Großeltern seid, guckt, dass da der Eisenhut auf jeden Fall nicht vorhanden ist. Ich werde euch nochmal ein Bild einblenden, wie der Eisenhut aussieht, und zwar hier. Eisenhut braucht man nicht, weg damit. Ist keine Nutzpflanze, ist nur giftig und ja, führt leider relativ schnell zum Tode, wenn man da nicht direkt einschreitet. Also man muss ja trotzdem immer die Augen irgendwie nonstop auf das Kind gerichtet haben. Egal wie sicher die sich draußen bewegen oder wie stabil die schon laufen, ist es egal. Man muss echt nonstop 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, eigentlich das ganze Leben lang. Im Grunde ist es ja unser Job als Mama wirklich, ja, bis zu unserem letzten Atemzug zu gucken, dass alles ja gut ist. Ja, klar, also ich meine, meine Mama, wenn ich irgendwie was mache, dann fragt mich meine Mama auch, bist du gut angekommen, ist alles okay, hast du gegessen? Ich meine, ich bin ja jetzt auch 38, ne? Nee, gar nicht wahr. Nee, ich bin 37. Ich bin dieses Jahr 38, genau. Ja, Mama ist Mama und ja, ich bin natürlich nicht genau, nicht anders, ne? Ist ja klar. Ist ja auch gut so. Also, dann ging es noch weiter um Verbrennungen, Verbrühungen, vor allem zu Hause. Also, ich sag's nur ganz kurz, seht zu, dass ihr die Töpfe, die Griffe vor allem, die von der Pfanne nicht irgendwie zu euch gerichtet haltet, sondern immer nach hinten. Wenn ihr irgendwie fertig seid oder so und das Essen ist auch am Herd, dann schiebt die Töpfe zurück oder auch tendenziell, wenn ihr kocht, benutzt die hinteren Herdplatten. Es ist nicht immer möglich, je nach Gericht, aber tendenziell immer die hinteren Herdplatten benutzen. Aber ich glaube, das macht man schon instinktiv. Ja. Dann, worüber haben wir noch gesprochen? Ach so, über Impfungen, Impfschäden, aber gut, das ist ein Fall für sich. Das ist auch kein Erste-Hilfe-Ding. Das war einfach nur mal so ein Exkurs zum Thema Impfen. Dann haben wir auch darüber gesprochen, über Bisswunden, wenn vom Hund gebissen wird oder von Katzen oder sowas, dass man halt wegen Tollwut und so weiter halt direkt ins Krankenhaus geht. Dann über Strom. Dann über die Sicherheit im eigenen Haushalt, dass man die Steckdosen gut absichert und aber das macht man ja sowieso. Also das sind so Dinge, da sollte man auf jeden Fall niemals dran sparen. Genauso auch diese Absicherungen für die Schränke, die man halt so drehen kann und dann dieses Silikonteil. Davon habe ich auch alles Mögliche voll in der Bude. Man sieht es auch auf meinen Fitnessvideos, wenn ja, wenn ich im Wohnzimmer stehe, da ist auch dieses TV-Rack und darunter sind auch überall diese, ja, Kindersicherungen einfach. Ist einfach besser, weil man kann ja nicht einfach alles aus den Schränken rausholen. Die Kinder gehen ja trotzdem überall dran und da ist immer irgendwas, was nicht in die Hände der Kinder gehört. Zum Beispiel habe ich, weil der Noah total toll diese Gewürzschublade findet oder unsere Besteckschublade, habe ich einfach alle Messer. Bis auf die Brotmesser habe ich alles, was wirklich scharf ist und lang ist und so weiter, diese ganzen Macheten, ja, die habe ich weggenommen in eine große Auflaufform, habe ich die und dann oben in den Hängeschrank, wo eigentlich Gläser reingehören. Da habe ich was weggemacht, ich habe die Gläser verschenkt, weil ich sonst keinen Platz habe. Und da ist eine Auflaufform drin und da sind jetzt alle Messer und Schäler und sonst irgendwas, ja, damit er einfach nicht dran geht. Also das sind so kleine Tipps, Lifehacks, die ich euch gerne mitgeben möchte. Und ja, das sind halt so Kleinigkeiten. Aber auf jeden Fall macht den Erste-Hilfe-Kurs, denn es wird auch über Wiederbelebung gesprochen, über Wiederbelebung beim Kind, beim Säugling, weil da wird nochmal anders gepumpt. Und dort haben wir auch, das werde ich euch auch jetzt mal hier einblenden, anhand einer Puppe haben wir dort die Wiederbelebung geübt. Jeder einzelne Teilnehmer musste auch mal pumpen und zwar mit den zwei Fingern auf dem Brustkorb. Und ja, ich erzähle es euch einfach mal kurz, wie das geht. Also man nimmt die Brustlinie, die Brustwarzenlinie des Kindes und dann in der Mitte und dann zwei Finger tiefer, ungefähr auf dem Brustbein, im Sternum und dann drückt man, ja, man sagt beim Kleinkind 15 Mal, also wirklich in dem Tempo, 1, 2, 3, 4, 5 und ruhig circa 4 cm tief, nicht zu sachte. Das war, muss ich euch sagen, ein echt sehr seltsames Gefühl, weil diese Puppe, ach, der Arzt, der uns da, der Dozent, das war ein Arzt, der uns da diese Puppe hingelegt hat, der hat der Puppe auch noch so Klamotten,
so süße Söckchen angezogen und die war so lebendig angezogen einfach. Das war so irgendwie total krass, also wie unter echten Bedingungen. Das war schon sehr komisch, weil diese Puppe sieht sehr echt aus. Das ist nicht nur eine Puppe, sondern die hat auch die Haptik eines echten Menschen, auch diese Haut. Und auch das Gewicht eines echten Babys, da mussten wir auch wirklich dran üben, ne? Also 15 Mal im schnellen Tempo und dann zweimal beatmen. Und dann wieder 15 Mal und dann zweimal. Man muss natürlich dazwischen immer eine Atemkontrolle machen. Man guckt, dass der Nacken nicht zu weit überstreckt, sondern nur ganz leicht. Und dann als allererstes beginnt man mit 5-mal Beatmung über den Mund. 5-mal, sodass man auch wirklich sieht, dass der Brustkorb sich hebt. Dann macht man eine Atemkontrolle und er sagte, zu 80, 90% leben die Kinder dann wieder, atmen dann wieder selbstständig. Natürlich dann noch nicht ganz so volle Pulle, also recht flach, aber das ist die Hauptsache. Da muss man auch nicht mehr weiter beatmen. Und wenn das dann nicht der Fall ist, dann wirklich diese Herzdruckmassage 15 Mal und dann zweimal beatmen, 15 Mal, zweimal beatmen, bis der Notdienst kommt. Dann hatte ich noch eine Frage gestellt, ja, was macht man denn zuerst? Zuerst Notarzt rufen und dann Wiederbelebung oder wie macht man das dann? Und dann sagte er ganz klar, beim Kleinkind hat man nicht die Zeit, aber zuerst das Kind stabilisieren und dann den Notruf natürlich rufen. Bei erwachsenen Menschen ist das andersherum, da ruft man zuerst den Notarzt an und dann beginnt man mit der Wiederbelebung. Und noch ein weiterer letzter Lifehack von mir ist, was er uns auch mit ans Herz gelegt hat, war Thema Zecken. Ja, diese bösen, 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 ätzenden Zecken. Ja. Untersucht eure Kinder jeden Abend, wenn ihr nach Hause kommt. Das mache ich aber schon ewig. Das mache ich schon immer. Egal, wo wir sind, draußen, auf dem Spielplatz oder sonst irgendwo, wenn ich nach Hause komme oder den Kleinen in den Kinderwagen setze wieder, dann untersuche ich den Kleinen wirklich auf Zecken. Ne, da gehe ich die Beine ab und so weiter. Und gerade bei kleinen Kindern, weil die ja so mini sind auf der Erde und sich auch mal drehen und wälzen auf der Wiese oder klettern und im Sandkasten spielen und so weiter, krabbeln diese Zecken, diese bösen Viecher echt überall hin und die nisten sich am liebsten überall da ein, wo irgendwie Falten sind oder Schweiß zu finden ist, ne? Oder hier irgendwie in den Hosenfalten, Kniekehlen und so. Und das Wichtigste ist dann tatsächlich, um auszuschließen, ob es eine Borreliose nachher ist oder nicht. Man soll diese Zecke, falls man die findet, auf jeden Fall aufbewahren in einem Taschentuch und diese halt zum sogenannten Tropeninstitut oder irgendwie sowas schicken. Und dann wird diese Zecke an sich direkt kontrolliert, ob sie mit diesem, ja, mit diesem Virus, diesem Borreliose-Virus infiziert ist. Und dann kann man nämlich ausschließen, auch ob man selber natürlich auch infiziert wurde oder nicht. Klingt jetzt alles sehr dramatisch, aber ja, ich finde Borreliose ist eines der schlimmsten Dinge, finde ich, unter anderem von vielen anderen Krankheiten. Ja, das waren auf jeden Fall so aufregende Themen und sehr bewegende Themen, weil boah, man ist immer mehr in sich hineingesackt. Man saß da, hat das alles so gesehen und es war jetzt nie irgendwie so eine Erleichterung da, sondern der Kurs, der ging über 8 Stunden. Das war schon sehr anstrengend, sehr bedrückend, weil man hat wirklich über ganz schlimme Themen gesprochen, aber nüchtern. Sachlich und ganz bewusst, aber es ist auch gut so, dass man sich mal der Sache stellt, vor allem auch mal in Ruhe. Man hat in Ruhe etwas gemacht, sich das angehört, ohne dass das Kind nebenher rumspringt. Viele Dinge wusste ich aber auch schon durch meine Fitnesstrainertätigkeit. Aber trotzdem war das mal gut, mal in Ruhe, einfach mal ganz konzentriert, fokussiert auf nach vorne zu schauen, Fragen zu stellen, Interaktion zu haben, zu sprechen, um mal zu gucken, worauf es denn ankommt, was wichtig ist. Also, es möchte ich auf jeden Fall jeder Mama und jedem Papa von euch draußen ans Herz legen. Macht diesen Erste-Hilfe-Kurs. Vielleicht nehmt ihr auch die Oma mit oder die Person, die halt oft auf euer Kind aufpasst oder den Babysitter oder die Schwester, die Tante, dass man das gemeinsam macht. Aber Gott sei Dank die meisten Unfälle nur kleine Schürfwunden oder das Kind fällt irgendwie hin. Okay, das ist natürlich jetzt ein hartes Thema gewesen, aber ich denke, das betrifft uns Mamas allen da draußen und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und das hat euch was gebracht irgendwie. Ja, besucht den Kurs und dann checkt mir einen Daumen hoch und ja, dann wünsche ich euch allen, egal wo ihr gerade seid, was ihr gerade macht, einen wunderschönen Tag und genießt die Zeit mit euren Kids. Tschüss und bye bye.